Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück bei Imperialismus 2 und zurück bei unseren Engländern, die gerade in einer spannenden und nicht ganz einfachen Situation stecken, denn ihnen wurde der Krieg erklärt von den Portugiesen und das, ja, das geht hin und her, das ist relativ ausgeglichen. Und wir wollen uns mal die Gesamtlage angucken. Schauen wir mal auf die diplomatische Karte. Es gibt im Prinzip zwei Schauplätze. Das ist einmal Europa, hier vor allem Skandinavien, wo wir hier ziemlich zurückgedrängt wurden, allerdings auch wieder das Ganze zurückerobert haben. Hier ist im Moment die Front hier ganz im Norden. Portugal selbst ist noch nicht in Reichweite für uns, wobei wir hier eine Flotte immerhin haben, die Lissabon abschneidet. Das ist ganz gut. Und natürlich der Schauplatz hier in den Kolonien. Einmal hier im Norden. Auch da hatten wir ein bisschen was verloren oder immer noch und konnten aber wieder Boden gut machen. Und dann hier im Süden, da gibt es hier eine Provinz der Portugiesen und dann hier größere Eroberungen. Auch hier wurden wir schon weit zurückgedrängt und konnten wieder Land wettmachen. Insgesamt, ja, muss man vielleicht mal zur Gesamtlage sagen, Frankreich und Spanien sind außerdem noch im Spiel, zwei weitere Großmächte, der Rest ist ausgeschieden und es gibt noch vier kleinere Staaten. Und die knifflige Lage ist natürlich, wenn jetzt die Situation genutzt wird von Spanien oder Frankreich, eine dieser vier kleineren Staaten anzugreifen, dann werden wir nicht in der Lage sein, das zu verhindern, diese zu verteidigen, weil wir wirklich massiv mit Portugal beschäftigt sind. Das ist so ein bisschen das Problem im Moment. Okay, wie ist jetzt die Gesamtstrategie? Ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Strategieänderung, habe ich mir überlegt. Und zwar viel wichtiger als der Krieg, als den Krieg jetzt hier weiter in den Kolonien fortzuführen, scheint es mir zu sein, hier in Europa den Krieg zu gewinnen. Denn das sind natürlich am Ende auch die wichtigen Siegprovinzen. Und wir haben jetzt ökonomisch mit den jetzigen Besitzungen auch eine Situation erreicht, wo wir ganz gut alles am Laufen halten können. Insofern müssen wir uns nicht aufreiben für ein, zwei Provinzen hier, die immer hin und her gehen in den Kolonien sollten, sondern sollten vielleicht vor allem Kräfte bündeln für den Kampf hier in Europa. Wir können ja mal insgesamt anschauen, wie es aussieht hier mit dem Spielstand. Wir sehen, die Franzosen haben 26 Provinzen, wir 18 in Europa. Das ist das, was am Ende zählt, die alte Welt. Und wenn wir hier die vier norwegischen Provinzen erobern können, liegen wir schon bei 22, dann vielleicht noch die portugiesischen, wobei das schwer wird wegen der Festung. Ja, und dann sind wir schon wieder ganz gut im Rennen. Also müssen wir mal gucken. Das heißt hier also eher defensiv agieren, ein bisschen vielleicht noch was zurückerobern. Vor allem wäre vielleicht diese Provinz hier wichtig, dass wir die bekommen, müssen wir mal gucken, ja, ob das möglich ist. Also das so ein bisschen zur Gesamtlage. Eine Sache hatte ich noch vergessen. Wir können nämlich noch einen Kolonieboykott den Portugiesen gegenüber ausrufen. Das schwächt sie dann weiter. Okay, Leute, dann können wir mal anfangen hier mit unserem Personal. Die Prospektoren, das ist jetzt nicht ganz so entscheidend. Von mir aus kann er noch ein paar Sümpfe erkunden. Der erkundet hier weiter die Grenze der uns befreundeten Länder. So, und jetzt müssen wir gucken, was machen wir mit dem Ingenieur. Also hier war der Plan, dass wir diese Grenze hier eher als defensiv verteidigen. Da brauchen wir natürlich auch Festungen, um das zu verteidigen. Und ich würde mal sagen, dementsprechend wirst du hier auch das Fort der Stufe 1 bauen. Das ist völlig in Ordnung. Wir müssen mal gucken, ob wir genügend Bronze haben jetzt, um immer weiter zu machen mit dem Festungsbau. Vielleicht ist es sowieso besser, wenn du nach Akershus gehst. Da werden wir vermutlich länger eine Grenze haben. Ich muss mal schauen. Wir haben nämlich noch Truppen. Darauf habt ihr mich mehrfach hingewiesen in der letzten Staffel. Ich nehme ja immer die Staffeln in der Regel am Stück auf. Insofern kann ich dann kurzfristige Hinweise nicht wirklich umsetzen. Aber ich habe es jetzt inzwischen mitbekommen. Wir haben ganz viele schottische Truppen bekommen. Das war natürlich blöd, dass mir das erst jetzt aufgefallen ist, die wir upgraden können. Das sollten wir auch machen. Und das kostet relativ viel Bronze, aber mehr ist da, glaube ich, nicht abzugraden. Insofern gucken wir mal, was wir jetzt hier noch machen können. Aber ich will es mal auch nicht übertreiben, ne? Wir haben jetzt 16 Bronze. Tja, wir können vielleicht, um hier auch nochmal abzusichern, hier noch einen hinschicken und da vielleicht auch eine Festung bauen, denen werden wir jetzt mal keine Anweisung geben. So, und jetzt kommt es zu den Truppen. Das wird jetzt interessant. Also, wir können hier erstmal noch nicht weiter vorgehen, weil wir hier noch keine Artillerie haben, um die Festungen anzugreifen. Ja,
Deswegen müssen wir die erstmal hier defensiv stehen lassen, diese Armee. Jetzt gehen wir mal unsere Offensivaktion vor. Was ich auch noch gesehen habe, ich hatte hier tatsächlich von den Indianern noch 3 Kavallerieeinheiten hier noch nicht eingesetzt. Das sind sogar... Irgendwie kommt mir das komisch vor. Die Indianer haben hier... Das sind doch Kürassiere oder was? Das ist merkwürdig. Die haben wir technologisch noch gar nicht. Keine Ahnung. So, dann gucken wir mal hier weiter. Sind das eigentlich auch Kürassiere? Ja, wir haben von den Indianern, glaube ich, nur Kürassiere bekommen. Wir werden mal mit den beiden hier nach Elon ziehen. Hier, das wird nicht verteidigt. Ich hoffe, da kommen wir gut an. Während wir dann mit den beiden... mit den Indianereinheiten hier Yosi absichern. So, und jetzt ist die Frage Peabody. Das würde ich ja nun gerne erobern. Und wie ich denke, wir haben hier 3x leichte Artillerie. Wir werden es hier versuchen anzugreifen. So, und jetzt geht es darum, hier diese Verteidigung zu organisieren. Und die Frage ist, ob wir eigentlich hier auf ganzer Linie verteidigen sollten, wie wir das anstellen. Oder ob wir vielleicht noch eine Offensivaktion hier machen. Wir haben hier in Penta so einiges. Ist natürlich dann auch bedroht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir Bronco vielleicht zurückerobern können. Hier ist keine Mauer. Und deswegen werden wir von Penta aus alles außer die schwere Artillerie mitnehmen und hier einen Angriff durchführen nach Bronco und diesen Angriff auch noch unterstützen durch diese beiden Kavalleristen. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie organisieren wir die Verteidigung? Hier in Ottawa haben wir immerhin eine Artillerie auf der Festung. Was haben wir hier stehen? Jeweils 1-1. Genügt das für Ottawa? Ich denke, ja. Und Richmond und New York, das wird dann von den schottischen Truppen, glaube ich, verteidigt. Insofern gehen wir mal hier auf Verteidigungsposition und bringen jetzt die schottischen Truppen in den Einsatz. Und da haben wir hier in Edinburgh... Ja, warte mal, wir haben jetzt insgesamt 6 Armbrustschützen. Das heißt, wir können hier 2 nehmen, dann nehmen wir jeweils 1 von den Einheiten und bringen die ersten... Wobei wir müssen bedenken, dass wir in Nyack... Was müssen wir jetzt eigentlich besetzen? Wir müssen Richmond besetzen, wir müssen Nyack besetzen und möglicherweise auch Penta. Oh, das wird natürlich kritisch jetzt, unsere Truppen so aufzuteilen. Ja, bringen wir die mal nach Penta. Da steht ja noch die schwere Artillerie. Machen wir das mal so. Okay. So, dann haben wir jetzt hier ja was übrig. In Edinburgh, genau. 1-1-1. Diese 3 Einheiten bringen wir dann nach Richmond. Und dann haben wir noch 4 Armbrustschützen auch noch frei zur Verfügung. Und die bringen wir hier unten nach New York. Und da gehören noch die 2 aus den Highlands dazu. Okay. So, ich hoffe mal, das reicht dann als Defensive. Und dann habe ich gesehen, haben wir in Stockholm noch eine Einheit, die nicht genutzt ist. Die bringen wir dann hier zur Sicherheit hier nochmal rüber, nach Detroit. Eine sehr wichtige Provinz. Und jetzt hoffe ich doch, dass wir alle bisher ungenutzten Einheiten dabei haben. Gut, prima. So, das wäre das. Wie machen wir weiter? Jetzt müssen wir uns ein bisschen um die Ökonomie kümmern, beziehungsweise ich will vorher noch mal anfangen, Sachen zu bauen. Ich würde gerne noch ein großes Handelsschiff bauen. Dazu muss ich aber hier ein paar Leute freistellen. Wir werden mal im Sägewerk was wegnehmen. Und dann werden wir ein großes Handelsschiff noch bauen und eine Feldartillerie. Die brauchen wir jetzt wirklich für die Offensive.
So, und dann will ich gerne einen Eisenbahningenieur bestellen, weil wir haben ja die Technologie jetzt schon entwickelt und wir sollten vielleicht anfangen. Ich weiß nicht, wie viele Ressourcen das kostet, aber zumindest mal schauen, ob wir vielleicht in England dann Eisenbahn verlegen, weil damit können wir deutlich mehr, mehr Produkte wiederum herstellen, vor allem Nahrung, und dadurch wieder weiter wachsen. Gut, soweit dazu. Dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir hier am besten, wie wir den Transport nochmal umorganisieren. Ne, das gucken wir hier. So, Zweifel im Handel brauchen wir, weil wir großen Mangel an Kupfer haben. Auf jeden Fall ist es aber besser, wenn wir Bauholz transportieren anstatt Holz selbst. Dann disponieren wir das hier mal um. Nahrung reicht, glaube ich, alles gerade so. Ja, ich würde mal sagen, den Rest lassen wir erstmal so hier. Allerdings können wir mehr Zucker produzieren. Dann haben wir auch wieder Arbeitskräfte mehr zur Verfügung. Okay. Wir brauchen Kupfer. Da müssen wir zumindest zwei noch holen. Das ist soweit in Ordnung. Habe ich hier noch was vergessen? Was ist eigentlich mit dem hier? Ach, der hat da gearbeitet. Aber im Moment, wir brauchen hier, was ist denn das? Wir brauchen noch hier weitere Straßen, oder was ist, was sehe ich hier? Da müssen wir ja doch jemanden. Ja. Da brauchen wir doch jemanden hier noch, der den Straßenbau vorantreibt. Oder? Wie kommt es, dass wir hier nicht den Lückenschluss gemacht haben? Haben wir das übersehen? Unbedingt. Das müssen wir unbedingt tun. So, und was ich noch gesehen habe, wir müssen mal hier gucken bei unseren Flotten. Wir haben hier, glaube ich, irgendwie eine Einheit erobert, die wir reparieren sollten. Die sollte auch nicht kämpfen und die bringen wir auch so schnell wie möglich weg. Wie weit kann sie? Oh ja, sehr schön. Schon. Wow, die kann bis hierhin. Ist ja hervorragend. Aber natürlich noch nicht in den Hafen fahren. Ja, jetzt der Rechtsklick funktioniert hier nicht. So. Sehr gut. Dann machen wir das. Und die restliche Flotte, wie ist eigentlich der Zustand? Ich nehme die mal zurück und prüfe das mal. Ja, die sind ja noch bester Verfassung. 7 Galeonen. Ich hoffe, das genügt. Dann patrouilliert mal hier weiter. 3 Galeonen und 10 unbekannte Kriegsschiffe. Oh, die Portugiesen haben hier aber einiges rausgehauen. Und was so ein bisschen mich ärgert, hier ist noch eine weitere Flotte. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob wir hier wirklich in der, ja, ob wir hier wirklich die Flottenhoheit noch haben. Vielleicht machen wir nochmal Folgendes. Vielleicht werden wir tatsächlich in der nächsten Runde nochmal Kampfschiffe brauchen und deshalb bilde ich hier auch nochmal aus, Landarbeiter. Sicherheitshalber gleich nochmal 2 mit ausgebildet. Kostet natürlich wieder Nahrung, aber durch das Handelsschiff, was wir hier bauen, sollte das hinkommen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das jetzt bringt hier mit diesen Angriffen und ob wir uns vernünftig verteidigen können. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, war doch relativ viel. Wir beenden den Zug. Wir beenden den Zug und Spanien hat Dänemark den Krieg erklärt. Genau das, was ich befürchtet habe, ist jetzt eingetreten. Übrigens, Geld wird auch langsam knapp durch die vielen Angriffe. Puh, wir können aber nicht intervenieren. Wir können nicht auch noch gegen Spanien Krieg führen. Es tut mir leid, Dänemark. Ärgerlich. Wir lehnen ab. So, Gewürze nehmen wir mal nicht, weil wir Kupfer brauchen. Das. Und jetzt geht's um Peabody. Und was sehe ich hier? Hä? Die haben 2 Kanonen? Das ist ein Level 2 vor? Das überrascht mich jetzt völlig. Damit habe ich nicht gerechnet. Gegen 2 schwere Artillerie komme ich mit 3 leichten Artillerie nicht an. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das scheint mir unmöglich zu sein, Leute. Das überrascht mich jetzt völlig. Wieso? Das sah doch genauso. Wieso ist das ein Level 2 vor? Ich glaube, wir müssen uns zurückziehen. Also, meiner Erfahrung nach ist das einfach nicht zu machen. Also, man braucht, glaube ich, um 2 schwere Artilleries zu besiegen, mindestens 5, besser 6 leichte Artilleries.
So geht das nicht. Nee, Leute, wir müssen uns zurückziehen. Hilft nichts. Ich glaube, die gewinnen nicht an Erfahrung. Insofern ist das nicht so dramatisch. Aber das verwirrt mich jetzt. Ich muss mir das nochmal angucken mit den Force, mit den Vorlevels. Ich hätte jetzt geschworen, dass das ist jetzt kein Level 2 Vor. Naja, wie auch immer. So, jetzt ist Bronco dran. Da war gar kein Vor. Das wird eine Feldschlacht. Insofern haben wir hier hoffentlich bessere Chancen. Beginnen wir mal mit unseren Kürassieren. Musketiere, General, Kosaken, Lanzenträger, die eher Auslaufmodelle sind. So, der Gegner hat 3 leichte Artillerie. Wir positionieren uns erstmal noch nicht in Schussreichweite. Sondern gehen erstmal nur so locker flockig nach vorne. Mal gucken, wie hier der Gegner agieren wird. Ich bin gespannt. Er zieht sich komplett zurück. Ja, da jetzt hat er auch noch die Defensivfeuer. Da werden wir keine Einheit erledigen können. Wir können hier mit den Kürassieren ranreiten, aber dann schießen 3 Kanonen, die uns fertig machen. Und das bringt nichts, meines Erachtens. Ich könnte hier vorgehen. Wird dann auch beschossen werden. Nee, lieber die Einheiten intakt halten. Ich würde mal sagen, wir machen nichts, sondern lassen den Gegner halt einfach fliehen und haben Bronco immerhin dafür genommen. So, was ist noch passiert? Ah, Portugal 10 Schiffe gegen 1 Schiff? Ach verdammt, die haben dieses kleine Schiff. Ist das das Schiff, was ich da weggezogen habe? Wow, ich sehe gerade übrigens, der Gegner ist also mindestens gleich stark. 5, 7, der ist sogar stärker als wir dort sind. Oha, die Portugiesen haben aber richtig aufgerüstet. Uiuiuiui, wir haben da, glaube ich, gar keinen so guten Stand mit unserer Flotte. Das ist ja eine heftige Erkenntnis. So, hier haben wir zumindest eine Provinz erobert. Ohne Widerstand. Hier mussten wir uns zurückziehen, das ist ein Rückschlag. Das muss ich mir nochmal angucken. Und Bronco haben wir eingenommen. Und der Gegner hat hier nicht weiter angegriffen. Das ist zumindest ein Erfolg. So, 1500 verdient. Das ist soweit okay. Ein bisschen Kupfer gekauft. So, was gibt's für Neuigkeiten? Verteidigen Sie das Imperium. Irokesen, Osnord. Da sind feindliche Truppen. Forscher sind nicht beschäftigt. Feldartillerie, Eisenbahningenieur, Handelsschiff. Der Feind marschiert von der Küste her in folgende Provinzen ein. Hober, Tampa, Bremer. Oh mein Gott, die planen Landung. Schauen Sie aufs Meer. Da sind Flotten der Portugiesen. Arbeiter sind unbeschäftigt und Spanien erklärt Dänemark den Krieg. Was ist denn hier alles los, Leute? Ich muss mir das erstmal angucken hier mit diesem Fort. Das soll ein Level 2 Fort sein. Warte mal kurz, wenn ich jetzt Jacksonville mir anschaue, hätte ich jetzt gesagt, das sieht genauso aus, sieht's aber nicht. Schaut mal, die Grafik ist eine andere. Da sind sozusagen so offene Stellen noch. Hier oben links ist so eine komische andere Grafik, hier ist so ein Rundturm. Also Jacksonville ist ja eine ausgebaute Stadt. Deswegen Peabody vermutlich auch, deswegen kann man das vergleichen. Okay, also wenn die Mauerlinie durchgezogen ist, hier links unten, dann ist das ein Level 2 vor. Das heißt, die Irokesenhauptstadt ist auch ein Level 1 vor, ein Holz vor. Aber das und Level 2 heißt zwei Artillerie drauf. Und die kriegen wir dann so nicht besiegt. Oh mein Gott. Und was sehe ich jetzt? Hier sind echt portugiesische Schiffe, die hier auch noch Landungszonen etablieren. Jetzt wird es ja wirklich verrückt. Wo haben wir denn jetzt überhaupt feindliche Schiffe überall? Hier, dort oben auch noch im Norden. Oh mein Gott. Tampa, wie sollen wir das denn jetzt alles verteidigen, Leute? Das kann ja nicht wahr sein. Das wird ja eine echt heikle Angelegenheit. Da muss ich jetzt echt nochmal ein bisschen Gehirnschmalz aufwenden, um das irgendwie kompensieren zu können. Und vor allem macht mir große Sorgen, dass unsere Flotte hier unterlegen ist. Ich fürchte, wir müssen uns erstmal zurückziehen, beziehungsweise unsere Kriegsflotte weiter ausbauen. Das ist ja alles
überaus unglücklich. Wo war im Ärmelkanal? Da war auch noch eine feindliche Flotte, habe ich gesehen. Ja, tatsächlich. Zwei große Handelsschiffe. Sagt er. Das könnten aber auch Kriegsschiffe sein. Und dann sehen wir auch alt aus. Oh mein Gott. Also an allen Fronten gibt es Probleme. Das ist echt... Das ist aber echt jetzt heikel. Wir müssen uns gegen Landung erwehren. Wir müssen hier eine Verteidigung organisieren. Wir müssen versuchen, Peabody mit mehr leichter Artillerie anzugreifen. Oder wir lassen Peabody bleiben. Weiß ich auch nicht genau. Wir müssen... Eigentlich, wenn wir den Plan umsetzen, hier in Skandinavien vorzugehen, müssen wir hier unsere leichte Artillerie hinbringen. Schaut mal, das ist auch ein Level 2 vor, sieht man. Das ist ein Level 1 vor. Und guck mal, schaut mal hier. Das ist der Unterschied wahrscheinlich zwischen Level 1 und Level 2, dass hier auch keine Lücke ist vorne im Tor. Ach du Schreck. Na gut, also viel Stoff zum Grübeln und Überlegen. Wir sehen uns dann erstmal in der nächsten Folge im nächsten Jahr wieder. Nämlich im Jahr 1748, da sind wir zwar schon, aber dann machen wir unsere Züge. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.